Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik hier aus Castrop-Rauxel. Ja, heute kommt das lang ersehnte Update, Part 3 ist es glaube ich, eine Part 3. Dach sind wir jetzt soweit durch mit dem Variomobil und da habe ich euch schon versprochen, dass wir euch das jetzt einmal zeigen möchten. Zwischendurch haben wir auch noch viele, viele Fotos gemacht, dass wir euch jetzt einmal das als Video zeigen, aber wir werden in diesem Video immer wieder auch mal einige Fotos euch mit einblenden, wie ihr auch einfach mal sehen könnt, wie wir an diesem Fahrzeug gebaut haben und ja, wie das eigentlich alles so vonstatten gegangen ist. So, ich würde sagen, Schuhe aus und wir gehen mal einmal hier auf das Fahrzeugdach, dass ich euch das einmal zeigen kann und auf geht's, komm. Ach so, Moment, schwenk mal einmal kurz hier rüber, bevor ich es vergesse. 300 Ampere unter Sitz, Leintron, haben wir jetzt seit Dienstag hier bei uns im Hause, die Batterie. Sind auch schon einige Tests mit gelaufen worden, geht aber auch noch weiter. So sieht das BMS aus, das ist die Batterie mit 200 Zellen, ne? 100, genau, 200 Zellen hat die. Wir haben die mal komplett soweit zerlegt, also wie gesagt, die ganzen Tests laufen aktuell und wie gesagt, da wird es also auch nochmal ein separates Video zu geben. Aber wie gesagt, wir haben da auch unseren eigenen Qualitätsanspruch, deshalb alles, was wir hier im Prinzip verkaufen und verbauen, geht erstmal bei uns komplett durch den Test. Und wenn wir sagen, das Ding funktioniert, einwandfrei, ist perfekt, dann erst, wie gesagt, wird die auch von uns verkauft bzw. auch von uns verbaut. Aber wie gesagt, da gibt es nochmal ein separates Video, da kommen wir nochmal später zu. Jetzt nochmal Schuhe aus und dann hier oben auf das Variodach drauf. Und dann zeige ich euch einmal, wie schön man so ein Fahrzeug auch von der Dachtechnik her bauen kann. Ehrlich? Mach keinen Scheiß, ey. Guck mal hier die Platten. Das sind natürlich hier richtig schöne Marineplatten. Ne? Da kann man schön drauf laufen. So sollte auch ein großes Reisemobildach auch begehbar sein. Das ist also meine Philosophie. Ich halte nichts davon, wenn so ein Dach komplett zugeklatscht wird mit Platten, wo man eben halt nicht mehr drauf laufen kann, wo wirklich alles spitz auf Kopf ist. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man auch mal daran denkt, dass wenn man irgendeine Komponente an so einem Fahrzeugdach ausgetauscht werden muss oder kaputt ist, dass man da auch das Dach begehen kann und auch allein wegen der Reinigung und so weiter finde ich natürlich, das hier ist eine super, super Lösung. Ja, so sieht das jetzt aus. Das Dach ist jetzt eigentlich final fast fertig. Ein, zwei Kleinigkeiten, glaube ich, müssen wir noch machen und dann geht es auch direkt in die Heckgarage von dem Auto und dann werden wir auch den Rest soweit fertig bauen. Ja, wie ihr seht, haben wir hier die Module jetzt alle soweit drauf, alles schön auf Gehrung geschnitten. Und wir haben die Platten hier jetzt nicht mit 3M Klebeband gemacht, sondern wir haben die wirklich verklebt oder mussten die verkleben, weil wir auch an einigen Stellen die Platten nicht ganz gerade auflegen konnten. Wie wir da vorne zum Beispiel sehen, oder wir fangen am besten hier vorne mal an. Hier haben wir also jetzt dreimal 190 Watt Peak und wir haben diese Platten dadurch, dass sie eben halt so ein bisschen biegbar sind, zu einer gewissen Gradzahl, haben wir die halt nach vorne hin, der Fahrzeugwölbung hier oben vom Dach her angepasst. Und haben hier vorne nochmal, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, hier vorne nochmal so einen Spoiler hier mit aufgesetzt. Ja? Der ist hier unten drunter auch in einigen Schnitten so ein bisschen eingeschnitten, dass da eben halt auch das Wasser ablaufen kann. Und wir haben natürlich auch den Vorteil, somit minimieren wir auch die Windgeräusche von dem Fahrzeugdach. Ja, die Platten sind dann nach hierhin verlegt worden. Hier haben wir unsere Dosen. Das geht alles dann im Prinzip hier in die Kabelkanäle rein. Hier vorne, das ist der erste Kreis, dreimal 190 Watt Peak. Diese beiden etwas kleineren Platten haben jeweils 125 Watt Peak. Dann haben wir von hier vorne, wenn ihr euch erinnern könnt, saß da hier vorne die Antenne in dem Bereich. Das haben wir also komplett alles zugemacht, zugespachtelt, vernünftig auch versiegelt das Ganze und haben die Antenne, die Fahrzeugantenne mit GPS hierhin verlegt, auf eine Edelstahlplatte das Ganze. Und haben die Satellitenanlage, die hier vorher gesessen hat, haben wir auch komplett demontiert. Und die Dacheinführung von der Satellitenanlage, die saß hier vorne auf der Beifahrerseite, ziemlich weit vorne, die haben wir also auch komplett zugemacht und da ist jetzt auch die Solarplatte drauf gekommen. Des Weiteren haben wir die Dachdurchführung hier oben für die Entlüftung oder für die Kamine haben wir also komplett neu abgedichtet. Da war also das Dichtmaterial nicht mehr so schön, das war schon so ein bisschen porös. Das haben wir komplett rausgekratzt, die Sachen komplett ausgebaut, demontiert und mit neuer Dichtmasse versehen und wieder zugemacht. Dann sind wir hergegangen, haben hier diesen gesamten Kreis, also diese 3x 190 Watt Peak und 2x 125 Watt Peak, über diesen Kabelkanal hier durch diese Dose ins Fahrzeug reingebracht.
Daneben befindet sich direkt jetzt hier die MaxView, allerdings nur die reine Außenantenne, weil die ist schon 5G-fähig. Das Fahrzeug kriegt also auch von uns eine Nighthawk, also Netgear Nighthawk M5-Antenne. Und die Außenantenne haben wir jetzt bei der MaxView belassen, weil wir mit dieser Antenne, die auch 5G unterstützt, eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ja? Also, dann geht es hierhin weiter. Hier haben wir so eine leichte Wölbung. Hier kommt noch ein Spoiler hin. Den haben wir bestellt, der kommt noch. Das können wir euch dann vielleicht später nochmal final als Bild einblenden. Der ist also unterwegs. Was ihr hier seht, ist nochmal diese Abdichtungsmasse, wo hier die alten Module drauf festgemacht waren, teilweise, oder nicht teilweise, die waren sogar festgeschraubt. Das alles haben wir jetzt soweit abgedichtet, vernünftig. Hier befinden sich nochmal drei Module mit insgesamt, wie ist denn da 3x190? Also 3x190, 270, 570 Watt Peak, ne? Genau, 570 Watt Peak. Die haben wir hierhin verbaut und haben hier diese eine Dose, diese schwarze, die ihr hier seht. Da war auch vorher eine Dachdurchführung, die haben wir auch nach wie vor übernommen und haben auch den Kamin, der hier nebenan ist, den haben wir also auch komplett demontiert und wieder montiert, weil da haben wir den auch einmal komplett neu abgedichtet. Dann haben wir weiter hier die beiden alten Dachfenster ausgebaut. Auf der einen Seite ist die Dusche, nämlich hier ist die Dusche. Die hat ja also auch einen Max-Fan bekommen, allerdings ohne Abdeckung, also ohne Beschattung und ohne LED. Und auf der Seite hier im Badezimmer haben wir auch einen Max-Fan verbaut, allerdings mit Beschattung und mit Dachventilator. So sieht das Dach jetzt final aus. Da gehen wir jetzt noch einmal, letztmalig noch einmal drauf, Anfang nächster Woche, wenn dann halt dieser Spoiler da ist, den wir noch mal machen. Und dann wird das einmal komplett alles sauber gemacht. Und dann haben wir, wie gesagt, unten auch in der Heckgarage drei Regler. Das Fahrzeug kriegt also von uns auch ein Quattro, ein 5000er, möchte der Kunde gerne haben. Ein großes Batteriepack, da müssen wir gucken, wo die Reise hingeht, ob es jetzt 800 Ampere werden oder 1000. Da müssen wir einfach mal schauen, da müssen wir drüber reden. Und eben halt ein neues Kamerasystem, Abwasserkamera, ach, ich weiß gar nicht, das ist so eine Liste bei dem Auto, also einmal komplett. Aber wie gesagt, wir haben das jetzt so weit gesplittet, dass wir gesagt haben, im ersten Step machen wir das Dach, im zweiten Step geht es dann halt um die Elektroversorgung und im dritten Step halt um die andere Sonderwünsche, die der Kunde hat. Da gehen wir dann nochmal separat drauf ein und dann ist das Fahrzeug dann auch eigentlich wie ein neues Vario Mobil von der Technik her, weil die Technik, die wir jetzt hier verbauen, ist eigentlich up to date, das ist das Neueste eigentlich, was es gibt. Wenn man sich jetzt heute ein neues Vario Mobil bestellen würde, wäre ähnliche Technik wie jetzt hier drin von Victron auch in den neuen Vario Mobils verbaut. Das haben wir jetzt also auch auf der Messe gesehen. Da habe ich, glaube ich, auch noch ein Bild von. Vielleicht können wir das gleich nochmal jetzt, oder wenn ich so mache, können wir es, glaube ich, mit einstellen, sofern ich es auf meinem Handy finden sollte und nicht gelöscht habe. Ja, ja, so sieht es aus. Dach ist final fertig. Ich hoffe, also uns gefällt es sehr. Hier hinten hatten wir nochmal ein Klebestreifen mit aufgebracht, der wird, ist also so ein Schweißband, das wird also extra auch nochmal mit warm gemacht. Vielleicht kannst du auch nochmal mit draufhalten. Das haben einige Fahrzeuge auch schon ab Werk, diesen Klebestreifen zur Abdichtung. Und hier hinten haben wir das nochmal komplett neu mit abgedichtet. Und alles andere haben wir eigentlich versucht so zu kaschieren oder so abzudecken, dass wir bei der Montage der neuen Platten halt bedacht waren, auch die alten Löcher, die von der anderen alten Solaranlage halt drauf waren, auch komplett abzudecken. Ne? Ja, wo hältst du rüber? Zu mir, meinem Auto? Die Morello hat auch Abwerk. Genau, der Morello hat hinten Abwerk auch dieses Schweißband hinten drauf. Vorne auch so ein Stück. Und wie gesagt, das ist gang und gäbe, dass man das verwendet und das dichtet auch super ab. Ne? Ja, guck mal, das habe ich jetzt auch schon mehr oder weniger ein halbes Jahr drauf. Und wie gesagt, also keine Verformung in den Platten oder irgendwie Leistungsverlust oder irgendwas. Allein durch dieses Lichtband hier oben in unserer Halle, was da an Ströme reinkommt, beziehungsweise an Sonne reinkommt, das reicht vollkommen aus, um die Batterien, sage ich mal, immer mehr oder weniger zwischen 95 und 100% zu halten, ne, bei dem Fahrzeug. Ne? Ja, so sieht's aus. Wie lange haben wir jetzt? Wie lange ging das Video? Neun Minuten, komm, das reicht. Ne? Wollen wir die Leute nicht langweilen mit Sprüchen, die man immer wieder sagt, brauchen wir nicht. Einmal gesagt, dann muss es sitzen. In dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, euer Carex-Team.